Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer. Und du siehst, ich habe mir eine wunderbare neue F-Tuba gekauft und habe in der Community und auf Instagram versprochen, dass ich natürlich alle Fragen dazu beantworten werde. Das haben wir vorgestern gemacht und es kamen einige Fragen rein. So, dementsprechend kommen wir jetzt zu unserem dritten Q&A-Video. Und das ist eben ja, ein Special zu meiner neuen F-Tuba. Erste Frage kommt von Thorsten und Andreas, die in der Tuba-Lernen-Community sich gefragt haben, wie viele Ventile die Tuba wohl hat und warum so viele oder so wenige, wie auch immer. Also diese Tuba hier ist eine B&S Selected mit sechs Ventilen und einem Trigger. Also der siebte Drücker ist kein Ventil, sondern ein Trigger. Du siehst dann hier, dass am zweiten Ventil der Zug ein bisschen rausgeht, wenn man hier drauf drückt. Der lässt sich dann auch hier einstellen, wie weit der Zug rausgehen soll. Aber ja, prinzipiell hat die Tuba eben sechs Ventile. Es ist so, dass die F-Tuba die vier Ventile genauso angeordnet hat wie die B-Tuba auch. Das heißt, wir haben den Halbton auf dem zweiten Ventil, dann haben wir den Ganzton auf dem ersten Ventil, dann haben wir die kleine Terz auf dem dritten Ventil und die Quarte auf dem vierten. Also alles wie bei der B-Tuba. Der Unterschied ist, dass wir jetzt das fünfte und sechste Ventil, die entsprechen dem ersten und dem zweiten Ventil. Sie sind allerdings jeweils ein bisschen länger. Das heißt, das fünfte Ventil, wenn wir jetzt das vergleichen mal das erste mit dem fünften. Merken wir, dass eben das fünfte Ventil einfach ein bisschen tiefer ist. Und genauso ist es mit dem sechsten Ventil und dem zweiten. Das ist auch einfach ein bisschen tiefer gestimmt als das zweite Ventil. Ja, warum ist das so? Der Grundton liegt ja ein bisschen höher bei der F-Tuba und um in die Tiefe zu kommen, brauchen wir einfach mehr Griffkombinationen und damit die eben gut stimmen, ist es eben so, dass wir bei manchen Griffen einfach das fünfte und sechste Ventil brauchen. Genau. Beispielsweise, wir kennen es ja von der B-Tuba, dass zum Beispiel 2-4 Griffe immer zu hoch sind und man kann dann zum Beispiel statt 2-4 kann man 6 und 4 greifen. Dann ist er tiefer. Also zum Beispiel das tiefe H. Der stimmt dann besser. Und wenn dann das B kommt, das greife ich eben auch nicht auf 1-4, sondern auf 5-4. Dafür sind eben diese Ventile da. Hier haben wir noch einen Trigger. Wofür ich den Trigger jetzt genau brauche, habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich habe das Instrument aber eben auch erst 2 Tage. Und das war für mich jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich kaufe die Tuba oder nicht, ob da ein Trigger dran ist oder nicht. Sondern ich wollte einfach die 6 Ventile haben. So, dann gucken wir mal, was wir noch für Fragen haben. Niklas hat auf Instagram gefragt, wofür das F steht bei der F-Tuba. Also F ist einfach der Grundton. Bei der B-Tuba haben wir ja das Kontra-B als Grundton. Bei der F-Tuba haben wir das große F als Grundton, also der hier. Und dann hat er noch gefragt, wie der Tonumfang ist. Der Tonumfang ist dann tatsächlich ein bisschen größer als bei der B-Tuba, weil wir durch das kürzere Rohr, das Rohr ist ungefähr 4,5 Meter lang, bei der B-Tuba 5,6 ungefähr, dadurch, dass das Rohr kürzer ist, ist es leichter, in die Höhe zu spielen. Also wenn ich jetzt beim großen F mal anfange. Habe ich bis zum eingestrichenen F gespielt. Für die Trompeter unter euch, ich weiß, Niklas ist Trompeter, das ist dann praktisch der gleiche Ton, wie wenn du auf der Trompete dein G spielst. Und nach unten kommt man aber genauso tief wie mit der B-Tuba. Ich habe jetzt die ganzen Griffe zwischen großem F und Kontra-F nicht drauf, aber wenn wir jetzt praktisch vom Kontra-F runtergehen, dann kann ich da eben auch. Genauso tief runtergehen wie bei der B-Tuba. Ja, das ist die Frage zum Tonumfang. Also Tonumfang, ich sag mal so, von Subkontra B, Subkontra A bis hoch zum eingestrichenen F. Im Zweifel auch noch ein bisschen höher, wenn man einen guten Ansatz hat. So,
Dann hat Lukas bei Instagram gefragt, warum es nicht Fuba heißt. Ja, die B-Tuba heißt auch nicht Buba. Und dann hat noch TheRandomBruce93 bei Instagram gefragt, das ist glaube ich der Robert, wann man B-Tuba spielt und wann man F-Tuba spielt. Die F-Tuba ist das brillantere Instrument, der Klang ist ein bisschen zentrierter und ein bisschen schmaler, ein bisschen schlanker. Und dementsprechend ist das Instrument gut für Solo-Einsätze. Wenn man jetzt irgendwie Solo-Konzerte spielen will, dann ist eben die F-Tuba einfach das bessere Instrument. Wir haben eben gehört, dass die zum Beispiel viel, viel höher spielt. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel vergleichen, ich spiele eine F-Dur-Tonleiter. Auf der F-Tuba. Und einmal auf der B-Tuba. Merken wir eben, dass die B-Tuba noch deutlich weicher klingt und ja, so einen größeren Klang einfach nochmal hat. Und dementsprechend ist die B-Tuba eben ein prima Orchesterinstrument, wenn man großen, satten, tiefen Klang haben will. Gerade im Blasorchester wird eigentlich hauptsächlich B-Tuba gespielt. Die F-Tuba ist da selten nötig. Und die F-Tuba ist eben dafür da, wenn ich eher in die Höhe spielen will und wenn ich einen brillanteren, einen solistischeren Klang haben will. Und dann wollte er noch wissen, welche bei Laien verbreiteter ist. Also bei Laien ist aus genannten Gründen die B-Tuba verbreiteter, eben weil es das typische Orchesterinstrument ist. Sie ist auch ein bisschen einfacher zu spielen. Das mit den 6 Ventilen ist ein bisschen komplizierter, als wenn man nur 4 hat. Und sie hat einfach den größeren Klang und ist dafür gerade für den Orchestereinsatz das geeignetere Instrument. Und deswegen wird sie eben auch mehr benutzt, weil die meisten Laien dann ja doch im Orchester spielen und selten solo. Genau. Pascal wollte auch wissen, warum die verbreiteter ist. Ich glaube, das habe ich jetzt auch dargelegt. Ja, und die ganzen Bläserklassen, die Tuba-Schulen und so weiter, die gehen eigentlich immer erstmal davon aus, dass man B-Tuba spielt, bevor man eben mit der F-Tuba anfängt. Es gibt ja auch noch andere Stimmungen. Es gibt noch die C-Tuba beispielsweise, die ist in den USA verbreitet. Das ist dann auch eine Kontrabass-Tuba wie die B-Tuba, ist aber eben ein Ton höher gestimmt und man hat es dann einfacher mit den Vorzeichen und den Griffen. Und dann gibt es noch die S-Tuba, die ist so im englischen und im frankophilemischen Raum viel unterwegs. Die ist halt nochmal einen Ton tiefer als die F-Tuba, das heißt, die hat die Brillanz von der F-Tuba und man kann aber in der Tiefe nochmal ein bisschen besser anpacken. Haben wir noch Fragen? Pascal, weißt du noch was? Soweit nicht. Okay, gut. Dann war das zu euren Fragen. Vielleicht sage ich trotzdem noch ein bisschen was dazu, wie ich zu dem Entscheidungsprozess kam, diese Tuba zu kaufen. Ich war bei FMB und wurde da sehr, sehr gut beraten. Ich habe gesagt, was ich mir vorstelle und der Spezialist da für die Tuben, der ist eben selbst auch studierter Tubist, also wirklich ein Fachmann, hat mir dann gleich 3-4 Kannen dahingestellt und ich habe die dann ausprobiert. Und bei der Tuba, für die habe ich mich entschieden, weil sie von der Ansprache her noch relativ einfach ist und trotzdem einen sehr schönen Klang hat. Es gab andere Tuben, die waren noch leichter von der Ansprache her, mit einem helleren Lack. Also er hat mir gesagt, es liegt am Lack. Wie das genau physikalisch funktioniert, kann ich dir nicht erklären. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass unterschiedliche Lacke unterschiedliche Resonanzen hervorrufen. Und die hier hat mir einfach vom Klangcharakter sehr gut gefallen. Und ja, als ich die dann ausprobiert habe und gesagt habe, ja, die nehme ich von der Ansprache, vom Klangcharakter her, dann haben wir noch ein Mundstück ausgesucht. Und ja, er hat mir jetzt hier so einen Windhager angedreht. Die sind dreiteilig, das heißt, man kann praktisch den Rand vom Kessel und vom Schaft trennen, aufschrauben und die unterschiedlich zusammenbauen. Und ja, da haben wir eben auch noch probiert, bis wir was Passendes gefunden haben. Und ja, das ist jetzt praktisch meine neue F-Tuba. Eine B&S ist das, Selected Edition, und das Modell heißt 3100W. Das W steht für die weite Mensur. Ich habe tatsächlich auch noch ein zweites Mundrohr dazu bekommen, das ist ein bisschen enger, wenn man noch einen zentrierteren Klang haben will. Ja, dann habe ich der Tuba noch einen Namen gegeben. Meine Tuben haben ja alle Namen. Das hier, die alte, heißt Baroness. Mein Helikon heißt Trude. Und diese Tuba hier heißt jetzt Hanni. Also H-A-N-N-I, Kurzform von Hannelore. Das ist ein guter Name für diese Tuba. Es hat sowas Leichtes, wie die Tuba auch sowas Leichtes hat.
Viel zu diesem Video. Viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss.